Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier in Super Mario Galaxy. Wir haben mal wieder recht viele Sterne gesammelt und kommen nun hierhin zum... Es ist nun ein Abbild von Bowsers Schädel, deswegen... Ich weiß nicht, was ich da noch hinzufügen soll, deswegen gehen wir jetzt einfach dahin, schalten es frei... Und mal schauen, was es diesmal ist. Bowsers Sternfabrik. Oh. Oh, okay. Wäre es dort vielleicht möglich, schon Bowser anzutreffen? Wer weiß das schon? Vielleicht. Wir werden es jetzt herausfinden. In dem Sternkampf in Bowsers Festung. Okay. Der Name vom Stern hört sich schon so an. Ich glaube, es wird sogar der Fall sein. Oh, oh, oh. Okay. Die Musik. Die Musik. Hä, was? Lol. Das ist doch die Musik von... Erstmal ansprechen. Ich fühle einen großen Stern da drin. Aber der Weg dorthin ist sicher mit Fallen gespickt. Pass gut auf dich auf. Machen wir gerne. Tatsache. Lol. Als ob das diese Bowser-Musik ist aus Mario 64. Lol. Ist ja geil. Gut, dass ich genau hingehört habe, weil sonst hätte ich es bestimmt nicht so krass auf die Schnelle herausgefunden. Lol. Das ist ja richtig geil. Aber im leichten Remix, oder? Ja, aber man hört es raus, dass es die ist. Okay, das war jetzt ein bisschen knapp. Aber so weit, so gut. Mit denen kann ich auch reden. Die Gravitation hier ist total chaotisch. Achte auf die Pfeile auf deinem Weg. Ja, da sind wir schon am Anfang schon recht konfrontiert worden. Na, kann ich mal? Dankeschön. Durch diese Drehattacke konnte ich das wahrscheinlich nicht so... Ah, dann muss ich jetzt warten. Da bin ich erstmal auf diese Plattform angewiesen, die mich hier weiterbringt. Kann ich aber ab nach oben? Ne, ich glaube nicht. Ne, da ist der sichere Tod. Das sehe ich schon hier. Ja, genau, von diesem schwarzen Loch. Alter, das war ja wieder übelst knapp. Aber bis jetzt ist alles in Ordnung. Ah, ich sammle jetzt einfach mal die Sterne noch hier mit dabei noch schön ein. Das Wunder hätte ich auch gerne. Danke dafür. So. Jetzt geht's nun weiter. Ist das überhaupt recht groß? Weil ich das Gefühl habe, dass wir gleich oben sind. Oh no. Nee, 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 nee. Nee, da habe ich jetzt wieder ein bisschen zu viel Schiss gehabt. Deswegen. Vielleicht jetzt? Vielleicht jetzt? Ja, boah. Ist aber ein bisschen knapp am Messen. Weil ich will mich ja nicht vom Turm treffen lassen, ne? Boah. Heftig. Da ist er schon. Alter. Okay. Der erste Bowser-Fight. Denke ich mal. Ja. Jo. Ja, genau. Übertreib. Übertreib. Lass mich mal den Pilz hier mal einsammeln. Dankeschön. Kommt ja sowieso ohnehin zum Boss-Fight. Ach du Sch... Ja, übertreib noch mehr. Ist klar. Alles. Ja. Genau. Ich sterb noch. Wollen wir wetten? Ich sterb noch. Nee, doch nicht. Ich dachte schon. Okay, doch nicht. Alles richtig gemacht bis jetzt. Du bist weit gekommen. Dich werde ich zerquetschen und dann die Fetzen im Weltall verteilen. Da bin ich mal gespannt, ob du es so weit schaffst. Ich werde in deinen Koopa hintern treten, so wie immer. Okay, war das jetzt der Shockwave? Denk mal schon. Boah. Schon wieder. Macht er jetzt einen auf Mario 64 Style oder was? Oder wie? Weil so kommt mir das irgendwie jetzt ein bisschen vor. Der ist da selber reingesprungen. Ich glaube, das müssen wir dazu machen, damit das nicht verbrennt. Ach, jetzt können wir ihn treffen? Hä? Was jetzt? Ich habe ja schon mehrmals
diese Drehattacke benutzt. Jetzt auf einmal wurde es erst wahrgenommen. Hä? Ja, okay, gut, wenigstens. Besser. Besser spät als nie, ne? What the fuck, Alter? Chill mal. So, wir müssen ihn wahrscheinlich wieder dazu bringen, hier wieder eins von diesen Teilen da hier drauf zu landen, denke ich mal. Jo. Dann verbrennt er sich wieder. Und dann wird es mal der Fall, dass wir ihn mal treffen, vielleicht mal, irgendwann mal. So, noch ein Treffer. Komm, hier ist er. Nein, als ob. In Gegensatzrichtung. Bam. Okay, nach zwei Treffern hat er schon Rage. Hat er jetzt mehr drauf? Oder? Ja, bis jetzt bist du ziemlich schwach. Würde ich mal so andeuten. Oder kann ich ihn auch vorher mal schon so angreifen? Oder muss ich ihn in diese Lava versetzen? Wie jetzt gerade spontan. Ich denke, das muss mit der Lava konfrontiert sein, habe ich so das Gefühl. Weil vorher wird das nicht funktionieren. Nein, so. Nochmal drehen. Komm, jetzt wird er jetzt hier kommen, ne? Nein, hä? Als ob? Ah, ich warte am besten. Jetzt aber. Immer noch nicht. Jetzt. Das wäre jetzt der dritte. Komm. Hast du jetzt schon keinen Bock mehr? Ja gut, ne? Wenn du keinen Bock hast, ja okay, kann ich nachvollziehen. Na gut. Ist das mies gelaufen. Aber mein Plan kommt gut voran. Mario, glaubst du kannst mich aufhalten? Früher oder später auf jeden Fall, mein Gutster. Und damit haben wir wieder einen großen Stern bekommen. Ab diesmal sogar ein Bowser-Fight, habe ich damit das nicht gerechnet. Beim letzten Mal, beziehungsweise beim ersten Mal, war es Megabein. War noch nicht mal ein Boss-Fight gewesen. Es war einfach nur so, an den großen Stern ranzukommen. Aber ja gut. Diesmal war es ein Boss-Fight gegen Bowser. Und das war wunderbar. Und somit haben wir unseren zweiten großen Stern erhalten. Wunderbar. Und es lief gar nicht mal so scheiße. Ich glaube, damit müssen wir jetzt wieder einen weiteren Teil freigeschaltet haben. Vielleicht jetzt der rechte, wenn es okay wäre? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Cool, wäre es schön, ja? Nice. Sehr schön. Jetzt sieht es viel besser aus. Jetzt ist alles schön bunt, farbenfroh. Nice. Er zählt aber auch als Stern, ja. Gut, Galaxie komplett. Er ist schon fast aber 800 Münzen. Ach, Sternteile. Wieder eine neue Galaxie freigeschaltet. Boah, das ist ja hier. Wow, wir haben die Küche freigeschaltet. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, das ist einfach nur Rosalinas Wohnung. In mehreren Abteilen. Irgendwie. Aber naja. Ein großer Stern ist zurückgekehrt und du kannst jetzt zu einer Kuppel weiter im Inneren gehen. Aber die Sternwarte macht immer noch keine Anstalten, sich zu bewegen. Die Powersterne reichen noch nicht aus. Die Schurken, die deine dir kostbare Person entführt haben, haben sie bis zum fernsten Ort gebracht, dem Zentrum des Universums. Wenn du unsere Sternenkraft zurückgekehrt ist, kann die Sternwarte bis zum Zentrum des Universums fliegen. Dann siehst du auch die dir kostbare Person wieder. War ich schon auf jeden Fall. Wunderbar. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Hä, ist es? Bei der Terrasse ist aber noch was. Das wäre ja hier. Aber wir sind ja erstmal durch. Es sei denn, es kommt noch ein Komet. Warte mal, da will ich jetzt nochmal kurz nachschauen. Und beim Badezimmer auch nochmal. Weil bis jetzt sind wir ja erstmal durch. Hier haben wir ja voll. Also bis jetzt alles voll. Ich gehe davon aus, dass vielleicht noch früher oder später noch Kometen kommen werden. Weil sonst hätten wir ja die Terrasse ja schon vollständig zu 100%. Deswegen kommt auf jeden Fall noch was, denke ich mal. Jetzt will ich nochmal das Badezimmer nochmal abchecken. Weil da müssen wir fürs erste durch
sein. Klar, kommen später halt auch nochmal ein paar Kometensterne, das auf jeden Fall. Aber fürs Erste müssten wir ja durch sein, denke ich mal. No, fürs Erste halt. Wie gesagt, es kommen sowieso noch ein paar Kometen. Also von daher. Das passt schon soweit. Ja. Da kommen wir ja doch schon mal zur anderen Hälfte. Weil wir sind ja erstmal durch. Das Erste. Ist natürlich klar. Wie gesagt, es kommt halt noch was. Deswegen, ich will mich jetzt allzu lange jetzt auch nicht wiederholen. Wir gehen jetzt endlich zur rechten Seite, die jetzt auch mal freigeschaltet wurde. Das ist wunderbar. Kann ich die einzeln ansprechen? Nö, die reden nur so irgendwas vor sich her. Okay. Ist das nur Deko oder? Ah, das ist nur Deko. Bringt das was, wenn ich da hochspringe zufällig? Mamas Bibliothek ist hier. Hm. Schön zu wissen. Nee, das... Nö, will einfach nicht. Hä, oder? Ich weiß nicht. Ja, hier kann man aber einen Wandsprung ausführen. Also geht das halt nur so darüber. Okay. Mama liest uns aus dem Bilderbuch vor. Irgendwie sollen die Lomas irgendwie so kleine Kinder interpretieren? Also kommt mir das irgendwie so ein bisschen rüber, wenn die immer sowas reden. Ach, so ein roter Luma. Ist nicht so ein rosa, sondern ein roter, okay. Einem wie dir werde ich doch nicht mein Geheimnis verraten. Okay. Wo ist denn das gute Stück? Achso, das ist da oben. Also muss ich nochmal einen Wandsprung ausführen. Aber so ging's auch. So. Ah, geht das auch so zufällig? Ah, wunderbar. Nicht, dass hier noch unten noch irgendwas ist. Nee, scheint nicht so. Also war das gut, dass ich das genauso gemacht habe. Schön skillig, also. So, lasst uns das... Was war das jetzt nochmal gewesen? Die Küche betreten, genau. Wir haben ihre Basis an der Front entdeckt. Bleibt zu hoffen, dass sie die Kraft des Sterns nicht missbrauchen. Ach da. Da ist der Stern. So. Hä? Ich kann fast sogar alles freischalten, außer das da hinten. Wow. Machen wir. Eigentlich egal, oder? Nee, komm, wir machen das schön hier nach der Reihenfolge hier. Das, und dann das. In den kommenden Parts auf jeden Fall. Aber wir machen hier weiter, jetzt in der... Glasstrand-Galaxie. Interessanter Name. Ist aber auch wunderbares Strandfeeling. Nice. Ich glaube, jetzt wird es etwas chillig. Mal schauen. Wir fangen an. Ich habe 6 Ups. Ich habe 6 Leben. Okay. Lol. Was glitzert da am Meeresboden? Vielleicht ein Stern. Wer weiß das schon? Ja. Es sieht da übelst cool aus. Schick, schick. Oh. Vor allem auch die Musik ist passt voll. Richtig schön. Passt auf jeden Fall zum Strandfeeling. Nice. Ich glaube, hier wird mir gefallen. Hast du die Sternteile auch glitzern sehen? Ja, in der Vorschau. Ne, der weit komme ich auch gar nicht. Warum versuche ich es dann auch, bin ich blöd? Ah, hat auch eine Ausdaueranzeige. Okay, na gut. Nehmen wir das einfach mal so hin. So, es könnte hier noch irgendwas sein, auch wenn da hier nichts ist. Naja, war wenigstens Versuch wert. Nein. Nein, du sollst nach oben. Darf ich wieder? Hallo? Achso, man schwimmt wahrscheinlich mit A. Warum hat mir das keiner gesagt? Danke, dass ich das jetzt auch mal selbst herausgefunden habe. Das wusste ich jetzt gar nicht. Vielleicht ist ja noch oben ja noch irgendwas, was ich noch vielleicht einsammeln könnte. Ich weiß ja nicht. Ja, halt so ein paar Sternteile. So auf dem Weg hier. Ist hier noch was?
Nö. Sah nur so aus. Achso, hätte jetzt gedacht, dass ich dazu noch ein paar kleine Probleme jetzt mit der Wii-Fernbedienung hätte. Beziehungsweise mit der Sensorenleiste. Komme ich da doch da noch irgendwie hin oder so? Nee, wird nichts. Nee, komm, dann. Bleiben wir mal nach unten hier. Man kann ja auch so eine Wirbelattacke machen, ne? Ah, okay, gut. Alles klar, ich weiß Bescheid. Ah, die Steuerung im Wasser ist ein bisschen. Naja. Man kann damit arbeiten. Geht das auch so mal schneller oder so? Oder muss ich immer jedes Mal diese Wirbelattacke mal ausführen? Als ob man da sterben kann bei diesem schwarzen Loch da. Ah ne, der ist ein bisschen weit entfernt. Warte mal, wo schwimme ich überhaupt gerade hin? Ich habe auf jeden Fall die Sternteile gesehen. Ach, hier. Okay. Alles klar. Um halt natürlich weiterzukommen. So, hier ist schon mal das erste. Oh ne, diese. Oh, wie heißen diese Kugelfische? Heißen sie nicht Igluk oder so? Die haben so einen ganz komischen Namen. Die gab es schon damals. Hm, wusste ich gar nicht. Hm. Na komm, ich will das doch nur zerstören. Danke. Brauche ich wieder ein bisschen Luft? Wenn das okay. Naja, aber die Ausdaueranzeige davon geht gar nicht mal so schnell weg. Ich hätte gedacht, die wäre so schnell weg wie die Anzeige, wenn man mit Bill Mario unterwegs ist. Also wenn man halt fliegt. Hätte ich damit jetzt so gerechnet, aber nö, im Gegenteil. Die geht voll langsam leer. Auch wenn man sogar so ein, halt, diese Wirbelattacke halt ausführt. Ich hätte gedacht, da wäre dann ein bisschen mehr Energie. Ach so, es wird mir da erst gesagt von dem einen Pinguin, ne? Ist klar. Kameraperspektive, Dankeschön. So, mir fehlen übrigens noch 3. Wo sind denn die jetzt hier, Bau? Bitteschön. Wo sind denn die anderen 3? Hier sind nur Münzen. Ach, da ist noch ein Sternenteil. Nee, die klappt gleich zu. Nee, da warte ich kurz am besten. Nein, ich will wieder nach unten. Nein. Lass mich wieder nach unten. Ist aber ein bisschen kompliziert, ey. Komm, mach mal dein Mäulchen auf. Ich danke dir für deinen Support. So, gehen wir hier mal drum rum. Vielleicht könnte sich da auch noch eins verstecken. Ja, genau. Oh, ist aber wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Nein. Wie sehen die aus? Die sind ja übelst hässlich. What the fuck? Okay, ich bin wieder auf dem Boden. Irgendwie so ähnlich. So, ist hier auch was drin? Wie mache ich das jetzt auf? Brauche ich extra einen Schlüssel dafür oder was? Hä? Die ging doch mal mit. Einfach nur mit einer bloßen Wirbelattacke auf. Hä? Und da kann ich die allgemein noch gar nicht aufmachen. Okay, das macht mich jetzt ein bisschen stutzig. Ich möchte mal da hoch an dieser Stange. Nö, hat keinen Bock drauf. Häng dich doch da dran. Ist das denn so schwer? Ach, dann halt nicht, dann lass es halt bleiben. Mein Gott, ich will mich jetzt hier nicht. Keine 10 Minuten hier da dran jetzt hier hängen. Hab ich jetzt keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Oder, nee, es geht vielleicht leichter, kann das sein? Nee, komm. Ich lasse es bleiben. Ich glaube dir die bessere Wahl. Aber ich kann schwören, dass da so ein Sternteil da drin ist. Was anderes glaube ich ja nicht. Hat der jetzt gerade gesagt. Es gibt 5 von diesen glitzernden Sternteile in der See. Heißen nicht überhaupt Sternteile, weil die anderen Gegenstände heißen ja schon so. Deswegen bleibe ich einfach auch so dabei.
Ja, wo ist denn jetzt das letzte Stück? Ich werde mal die Röhre benutzen. Vielleicht bringen die mich ja irgendwo nochmal hin. Ich versuche es einfach mal. Vielleicht bringt das ja was. Ah, hier laufe ich sogar noch recht normal. Wie komme ich jetzt da hoch, bitteschön? Hey, wie komme ich denn da... Wie komme ich denn da hoch? Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht, ne? Nö. Wie komme ich denn da ran? Hat mir jetzt irgendwie gar nichts gebracht. Was hat denn jetzt wieder für ein Problem hier? Ich versuch's einfach nochmal. Nö, das spawnt sich nicht. Das bleibt alles so, wie es ist. Wie komme ich denn... Hä? Schraff das nicht. Das letzte Sternteil ist safe in dieser Schatztruhe. Aber wo? Aber ich brauche doch bestimmt keinen Schlüssel dafür. Das glaube ich nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ey, ich stehe gerade übelst auf dem Schlauch, ne? Ohne Witz. Ich weiß es wirklich nicht. Oh, als ob. Okay, das hat nichts mit der Schatztruhe zu tun. Alles klar. Yeah. Komm, sammel's ein, Junge. Dankeschön. Ich will es auch nicht so krass in die Länge strecken. Wir haben schon 22 Minuten. Will nicht noch eine XXL-Folge machen. Wo ist jetzt der Stern? Ich hab gerade nicht aufgepasst. Och Mann, Junge. Hat sich der Stern jetzt irgendwo versteckt oder so? Ah ne, zum Weiterkommen da unten. Hast du überhaupt irgendwas zu sagen? Die Schüler sind abgelenkt von den glitzernden Sternteilen im Meer. So können sie doch die Abschlussprüfung nicht ablegen. Tja, ich habe sie jetzt eingesammelt. Von daher, jetzt können sie sich ja wieder konzentrieren, wenn sie noch Lust drauf haben. So, jetzt komme ich auch endlich mal weiter. Ich glaube, das wird wieder eine XXL-Folge, glaube ich. Wenn das jetzt weiter so geht. Weg mit dir. Ah, wunderbare Musik. Ist das nicht Super Mario Bros. 3? Wie auch immer. Auch dafür gab es ein One-Up. Okay, schönen Dank, dass ich das auch weiß. Nee, ich glaube, das war erstmal kurz nichts. Oh. Nein, das ist nicht auf Zeit. Ey. Na komm schon. Oh, bist du behindert? Ey, du bist so dämlich, ey, du Drecksklempner. Ah, ne, der ist ja kein Klempner mehr. Oh, Mann, ey, wie ich das jetzt schon hasse, mit diesem Wasser da überhaupt rauszukommen oder reinzukommen. Und das mit dem One-Up habe ich ja richtig verkackt, ey. Ja, komm, jetzt. Ja, jetzt habe ich es auch auf einmal geschafft. Warum habe ich es vorhin nicht geschafft? Weil ich einfach zu doof dafür bin. Wofür war das jetzt? War das jetzt extra fürs One-Up oder was? Oh, nee. Hätte ich mir das auch sparen können. Hätte ich versucht, vielleicht noch skillig zu holen oder so. Was weiß ich. Das ist ein bisschen diese Wasserpassage, ne? Mann, weg da. Irgendwie habe ich die Piranha-Pflanze noch besiegt. Ach so, das war nur so eine einzelne. Ich hätte gedacht, das wäre jetzt... Ach, nein. Boah, wie mich jetzt schon, das schon wieder etwas abfuckt, ne? Ohne Witz, da mache ich nichts draus. Boah, ich will einfach nur so nach oben. Also von daher... Ja, mehr will ich nicht. Und dafür? Ach so, na dann.
So, einfach hier ein paar Mal wegschlagen wahrscheinlich hier. Ja, das war's auch schon. Oh Mann, ey, ich sehe schon die Zeit. Das ist schon wieder zu lang eigentlich wieder für den Part. Ach Mann, verdammt. Verdammt. Aber ja, gut, wir haben einen Stern. Das wäre jetzt der zweite. Ein großer Stern und noch einen normalen Stern. Oh Mann, hoffe, dass das im nächsten Part das nicht so schlimm wird. Ey, weil ich will wirklich nicht so lang machen, wirklich eigentlich, ne? Mit einer idealen Zeit, weil... Das ist wieder viel zu lang. Rosalinas Bibliothek wurde geöffnet. Du kannst jetzt das Bilderbuch lesen. Alles klar. Ein Gourmet-Loma ist aufgetaucht. Ach nein, wieder die ganze Arbeit viel umsonst gemacht. Aber ja, egal. Dafür bekommen wir ja wieder eine neue Galaxie für bei ihnen. Also ist das Ganze ja eigentlich auch nicht so schlimm. Wie ein Geben und Nehmen quasi. Nur, dass der Gourmet-Loma mehr nimmt, als ihm zusteht. Will die Wii-Fernbedienung nochmal? Beziehungsweise die Sensorleiste. Dankeschön. So, das machen wir dann aber im nächsten Part. Ist es auch schon wieder zu lang, jetzt auch gerade. Deswegen würde ich sagen, wenn es euch trotzdem ein bisschen gefallen hat, auch wenn es wieder eine etwas längere Folge war, wie beim letzten Mal. Aber ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, auch gerne ein Abo da lassen natürlich. Und ja, wenn ihr keine Videos verpassen wollt, auch gerne mal die Glocke aktivieren. Und dann würde ich sagen, bis einem weiteren Part hier in Super Mario Galaxy. Bis zum nächsten Mal und ciao Leute, macht's gut.